Also auch von mir recht herzliches Grüß Gott, ja, in die Runde. Waren bis jetzt schon sehr interessante Themen also eben dabei. Ja. Ich darf mich da jetzt also eben anschließen mit dem Themenkomplex, ja, hinsichtlich der Flächennutzung faktisch die vertragsrechtlichen Aspekte ein bisschen eben zu beleuchten. Ja. Ich bin, wie schon erwähnt worden ist, Rechtsreferent in der Landwirtschaftskammer Steiermark, ja, und mit diesem Thema jetzt circa seit einem Jahr, wo uns die ersten Verträge also eben erreicht haben, ja, von Seiten der Landwirte, also eben befasst, ja. Okay, was werden wir uns heute kurz einmal im Abriss also eben anschauen? Wir werden eine wirklich bewusst so artikulierte privatrechtliche Perspektive auf das ganze Thema also eben auch eben lenken, weil ja oft eben auch von Seiten von Projektwerben oder wenn so ein Projekt startet, ja, wird zunächst also einmal braucht man meistens einen Vertrag, ja, hinsichtlich einer Fläche, ja, wo man dann zukünftig eine oder der Projektant eben eine Photovoltaikanlage eben errichten kann, ja. Dann kann ich eben mittlerweile aus dieser Praxis, weil wir dann eben auch schon teilweise ein paar Herren habe ich auch schon gesehen, wo wir auch schon direkt verhandelt haben, ja, in dieser illustren Runde, hinsichtlich der Vertragsgestaltung, ja, wie man sowas ausgestalten könnte, ja, mit zwischen Landwirten und Projektant bzw. Projektwerber, weil wir da auch schon gewisse Erfahrungen eben gemacht haben. Und zum Schluss eben würde ich noch ein bisschen auf das Beispiel Best Practice teilweise also eben eingehen, beziehungsweise wie man es auch nicht machen sollte, wobei da immer ein paar provokante Beispiele dabei sind, die ganz aus der Anfangszeit von diesem Thema eben her rühren. Ich möchte da nur kurz, also wie schon kurz vorher eben erwähnt, geht es da prinzipiell um diese Verträge, ja, was also eben den Landwirten eben dort eben hingelegt werden, ja, wo eben wirklich Anlagebetreiber also eben sich Flächen sichern möchten, ja, um eben zukünftig dort Photovoltaikanlagen zu errichten. Ja. Man muss da immer unterscheiden. Ja. Es gibt eigentlich zwei Hauptkonstruktionen, die uns in diesem Zusammenhang aufgefallen sind. Ja. Einerseits kriegt man eben zwei Verträge hingelegt, ja, okay, und einerseits einen Vertrag, ja, die eben beide eine ähnliche Wirkung haben. Was ist da drinnen jetzt der Kregel? Ich möchte mal auf das eine Beispiel eben eingehen, hinsichtlich der zwei Verträge. Ja. Das heißt, da wird ein Optionsvertrag ist da eben vorhanden. Das heißt, der Projektant, ja, will da also eben sagen, okay, ich will mir das Recht, dort eine Photovoltaikanlage zu errichten, sichern, ja, über einen Zeitraum zwischen, was sich momentan so herauskristallisiert hat, 3 bis 5 Jahren. Ja. Wenn dann nach diesen 3 bis 5 Jahren, ja, die Option also eben gezogen wird, ja, dann heißt das, dass noch der beiliegende Dienstbarkeitsvertrag, ja, der was eben noch die lange Zeitspanne zwischen 20 und 50 Jahren eben enthält, ja, da, wo man eben dann diese Bindungsdauer eben dann eben hat, ja, wo das gezogen wird. Ja. Das heißt, ich habe zunächst also diese 3 bis 5 Jahre Bindungsdauer, aber in Wahrheit, wenn diese Option gezogen wird, ja, dann bin ich quasi schon auf Schiene mit diesem Dienstbarkeitsvertrag, weil der liegt eben meistens bei. Und dann ist eben nur die Verpflichtung eben enthalten vom Landwirten, diesen dann zu unterfertigen. Ja. Zweite Variante ist das, dass man gleich einen Gesamtvertrag macht. Ja. Das heißt, da habe ich dann schon diese lange Bindungsdauer drinnen, ja, aber vorher schon ein Ausstiegsszenario sozusagen. Ja. Da ist dann zum Beispiel in unserem Mustervertrag, ja, oder eben auch schon in anderen verhandelten Verträgen das Ganze so geregelt, dass wenn es zum Beispiel nicht innerhalb von 3 bis 5 Jahren der Baustart erfolgt, ja, dass dann dieser Vertrag eben gekündigt bzw. aufgelöst werden kann. Ja. Und meistens wird den Landwirten also in diesem Zusammenhang eben ein sehr umfassendes Vertragswerk eben vorgelegt. Ja. Ich habe da noch den Punkt drauf, Vertragsprüfung durch die Rechtsabteilung der Landwirtschaftskammer Steiermark. Ja. Man muss sagen, wir sind inzwischen wirklich sehr, dass das Thema sehr virulent ist. Ja. Habe ich unmittelbar an der eigenen Haut wirklich spüren dürfen. Ja. Weil ich habe inzwischen, glaube ich, geschätzt 30 bis 40 PV-Verträge liegen gehabt, ja, von unterschiedlichsten Betreibern, ja, wo eben auch wirklich die Landwirte gesagt haben, okay, bitte schaut mir das durch, ja, ob ich mit diesem Betreiber faktisch auf Basis dieses Vertrages den weiteren Weg beschreiten könnte. Ja. Es haben sich ein paar Dinge dort herauskristallisiert. Ja. Das heißt zum Beispiel, ja, eine Rechtseinräumung, ja, eben nur so weit wie notwendig. Ja. Das heißt zum Beispiel
wenn jetzt sage ich, eine Option wird abgeschlossen, ja, okay, auf dieser Fläche möchte ich zukünftig eine Photovoltaikanlage errichten aus Sicht des Projektbetreibers, ja, dann natürlich, ja, dass man, da wird meistens ein Gießlageplan beigelegt, ja, da wird dann diese Fläche eingezeichnet, ja, auf diesen Lageplan. Zu diesem Zeitpunkt ist es ganz logisch, ja, ehrlich gesagt aus meiner Sicht, ja, dass weder der Projektant noch der Landwirt wissen kann, ja, was kriege ich da genehmigt, ja, beziehungsweise wie wird mein zukünftiges Projekt also eben auch aussehen. Ja. Aber spätestens dann, ja, wenn das Projekt dann realisiert wird, ja, und meistens und diese Verträge, also dieser Dienstbarkeitsvertrag, ja, oder eben auch dieser Optionsvertrag, ja, beziehungsweise dieser Nutzungsvertrag, ja, die werden ja dann im Grundbuch einverleibt. Ja. Dieses Recht, weil es eben doch über sehr lange Zeitraum geht und eine sehr hohe ein Volumen dahinter steckt. Ja. Nur spätestens dann, ja, sollte man das auch flächenmäßig, ja, eben so beschränkt haben, wie sie dann realisiert ist und natürlich auch auf eine, sollte nicht die gesamte Fläche herangezogen werden, auf eine zukünftige landwirtschaftliche Nutzung Rücksicht nehmen, dergestalt, dass das nicht zerschnitten wird. Ja. Nächster wichtiger Punkt ist das, wir haben da, wie gesagt, aus grauer Vorzeit jetzt mittlerweile schon beim Thema Photovoltaik, da sind die Schritte sehr schnell, ja, die zeitliche Abfolge ist wirklich sehr schnell und da waren wirklich Beispiele, wo den Leuten also Optionsverträge vorgelegt worden sind, ja, mir das als Landwirt selbst einmal bestätigt, ja, ich biete dir heute 1000 Euro, ja, und unterschreibe, ja, dass ich deine Fläche nutzen darf, ja. Und das wären eben sehr lange Bindungsdauern gewesen, das war nicht zu empfehlen. Ja, das haben wir jetzt aber ehrlich gesagt schon weg davon. Gell. Lange Bindungsdauern habe ich schon kurz angesprochen, ja, in diesem Zusammenhang. Es kommt ganz darauf an, je nach Projektbetreiber, ja, der eine, wie das eben eingestuft wird, ja, kann das von 20 bis zu 50 Jahren, ist mir auch schon untergekommen, ja, dass in diesen Verträgen also eben drinnen ist. Und das heißt, ich schließe das meistens nicht nur für mich selbst ab, ja, als Landwirt oder als Betroffener, sondern das ist dann meistens schon generationsübergreifend, ja, wenn man sich diese Bindungsdauern ansieht. Ja. Was uns auch ein sehr großes Anliegen ist, ja, ist in diesem Zusammenhang, dass wir faktisch das Entgelt, ja, für diese Flächennutzung, ja, doppelt koppelt. Ja. Wir wollen einerseits haben ein Mindestnutzungsentgelt über die Fläche, ja, und darüber hinaus natürlich kann man dann auch eine Leistungskomponente vorsehen, ja, indem man das gemeinsam koppelt, aber als untere Schranke, ja, sozusagen auf die Fläche einen Wert definiert. Ja, und natürlich hinsichtlich Kaufkraftverlust, ja, sollte eine dementsprechende Wertsicherung eben vorgesehen werden. Klare Verrechnungsregelungen steht da jetzt da oben. Ja. Das war auch noch aus den Anfangszeiten, ja, wo wir die ersten Verträge hereinbekommen haben. Ja. Das war auch ältere Muster waren, muss man dazu sagen, ja, wo wenn man zwei Juristen, mein Kollege und ich, haben uns das durchgelesen und nach dreimaligem Durchlesen haben wir noch immer noch nicht verstanden, wann jetzt wirklich zu zahlen begonnen wird. Ja, an den Grundeigentümer, weil da mit kommerziellen Inbetriebnahmen und so weiter und so fort und mit Begrifflichkeiten ganz einfach eben jongliert worden ist. Ja. Das heißt, klare Regelungen. Ja. Wir sind da quasi immer diejenigen, die es schon mit mir zum Tun gehabt haben, dass man sagt, ab Baubeginn, ja, wird dann das Entgelt, sprich das Dienstbarkeitsentgelt, also eben bezahlt, weil es geht da immer um lange Bindungsdauern und hier sind ganz einfach schlicht und ergreifend zu komplexe Regelungen ganz einfach zu vermeiden. Ja. Angemessenes Entgelt für die Grundinanspruchnahme sollte natürlich eben auch eben vereinbart werden, ja, und wir sind da, ehrlich gesagt, bei einer Freiflächennutzung, ja, gehen wir davon aus, dass man sagt, bei 4.000 Euro pro Hektar sind wir circa an diesem Punkt schon angelangt, ja, wenn man dort eine Photovoltaikanlage also eben realisieren muss in der Freifläche, sprich, wenn eine vollflächige Nutzung vorhanden ist. Ja. Schad- und Klaglosshaltung des Verpächters gegenüber Schäden durch die Photovoltaikanlage also eben entstehen können, ja, ist also eben auch ein wichtiger Punkt. Ja, sollte irgendwas mit der Photovoltaikanlage passieren, sollte es brennen und zum Beispiel und dadurch eben Kosten verursacht werden für den Landwirten, wäre das eben nicht tragbar, dass das der Landwirt tragen sollte. Ganz wichtig, auch wenn es ein sehr langer Vertrag ist, ja, ist klar, wie schaut es aus, ja, was passiert nach der Beendigung des Vertrages, ja. Zunächst wirklich, dass diese Anlage entfernt wird durch den Anlagenbetreiber. Ja. Oder
was eben auch ein großer Wunsch war, ja, auch von Seiten von unseren Mitgliedern, ja, dass man dann eben darüber zumindest diskutieren könnte oder diskutieren sollte, ja, dass man dann diese Anlage eben auch übernehmen kann, ja, weil man weiß ja nicht, ja, wo das ganze Thema hingeht, wenn dann viel realisiert wird von diesen geplanten Photovoltaik-Projekten. Ich habe da jetzt dann noch raufgeschrieben, das war nämlich wirklich eins der ersten Themen, mit denen ich dann konfrontiert worden bin, wenn man dann mal mit den Landwirten so diskutiert hat, ja, wo eben wo die Projektbetreiber, als ihnen eben das vorgeschlagen haben, ja, eine gemeinsame Verwirklichung, ja. Wie sieht es aus, ja? Was ist da in Zukunft, ja, mit den Entsorgungskosten der Photovoltaikanlage? Ja? Was kann da passieren? Ja? Weil es nämlich sehr oft eben so ist, dass, was ja auch das Geschäftsmodell, ja, sehr oft dahinter ist, dass man sagt, man hat dort einen Betreiber kommt, der errichtet es, ja, und im weitesten Sinne dann, dass es dann ein anderer betreibt, ja, dass dann natürlich dann auch eine Weitergabe möglich ist für den Projektwerber, ja, das ist der Wunsch, ja. Nur ist halt dann immer diese Frage gekommen, weil was ist, wenn diese Anlage dann einmal abgeschrieben ist, ja, und dann von mir aus dieses Unternehmen nicht mehr existiert, ja, und dass ich dann eben als Landwirt auf den Entsorgungskosten eben sitzen bleibe, ja, und wie hoch die einmal sein werden, ja, das wissen wir alle miteinander nicht, ja, weil Sondermüll, ja, nein, ja, wenn ja, dann kann es in Zukunft einmal teuer werden, ja, und deswegen ist es eben auch hier eine Bankgarantie, ja, die was zumindest diese Entsorgungskosten also eben absichert, ja, für die Zukunft wärmstens zu empfehlen, ja. Wo wir immer momentan leider nach wie vor darauf hinweisen müssen, ja, ist eben auch diese steuerliche Komponente. Das heißt, wir wissen, die steuerlichen Auswirkungen wissen wir noch nicht. Es wird, wenn man jetzt da sagt, okay, ich gebe die ganze Fläche in Bestand, ja, okay, wird es wahrscheinlich Vermietung und Verpachtung sein. Ja. Nur spannend ist also eben auch diese Frage, wie dann mit eventuellen, ja, eben Verpflichtungen des Landwirtes oder wenn er das selbst will, wenn er das nach wie vor pflegen will zwischen den Paneelen, ja, oder eine Doppelnutzung eben vornimmt, wie sich das dann eben auswirkt. Ja. Beziehungsweise die nächste spannende Frage auch die Grundstücksbewertung, ja, weil das darf man nicht unterschätzen, wenn das faktisch aus Nutzung genommen wird, ja, und das ist jetzt eben, wie das dann die Finanz sieht, ja, ob man davon ausgehen kann, dass das aus der Nutzung genommen wird oder nicht, ja, wirkt sich dann eben auch auf den Einheitswert aus. Ja? Weil wenn man da noch in dem Grundvermögen ist, in Wahrheit, dann ist es so, dass dann zum Beispiel, wenn jetzt eine Hofübergabe ansteht, ja, bei der Grunderwerbsteuer nicht mehr beim Einheitswert ist, ja, sondern beim Verkehrswert. Ja? Und das sind also eben Dinge, da kann ich nur darauf verweisen, dass da schon seit längerem, ja, oder schon seit einigen Monaten eine Anfrage seitens der Landwirtschaftskammer, ja, also auch der steirischen, aber nach Österreich hinausgespielt, ja, also von der Landwirtschaftskammer Österreich, eben beim Bundesministerium für Finanzen liegt, ja, wie mit dem Thema in weiterer Folge also eben umzugehen ist. Ja. Best Practice, ich war so frei, habe mir da nur einen von den ersten Verträgen, ja, da hat anscheinend so ein Vertragsmuster existiert, ja, ein, zwei Schmankerler herausgenommen, ja. Aber mittlerweile, diese Dinge existieren nicht mehr in den Verträgen, ja. Da war wirklich drinnen definiert, dass eine Störungsmeldestelle eben zum Beispiel eingerichtet werden muss, ja, okay. Und dass der Landwirt, ja, dahingehend, also eben verpflichtet ist, umgehend, ja, Fehler oder soll man sagen, mit der Photovoltaikanlage, was nicht in Ordnung ist, ja, das umgehend, also quasi den Pächter zu melden. Ja. Ich meine, die Juristen unter uns, was da jetzt vielleicht anwesend sind, die jubilieren. Ja. Ich bin dann in einem Vertragsverhältnis, ja, und bin auch noch in der leichten Fahrlässigkeit und bin dann vielleicht als jemand, der was ihm quasi nur die Fläche zur Verfügung stellt, ja, voll in der Verlosung drinnen, ja, aus meiner Sicht, was dann zum Thema Schadenersatz noch in den weitesten Sinne eben führen könnte, ja. Und das gibt es aber jetzt mittlerweile nicht mehr, deswegen habe ich ein Fragezeichen eben hingenommen, es soll immer ein Miteinander sein, ja, es sollen ja beide Seiten davon im weitesten Sinne eben profitieren. Und zweite Variante hätte ich noch, wenn da war eben wirklich vorgesehen, dass man sagt, okay, ich habe eine außerordentliche Kündigung, ja, sprich,
wirklich außerordentliche Kündigung, das ist eine Auflösung, ja, des Vertrages und nur aus gewichtigen Grund. Ja, da muss schon wirklich was ganz was Grobes passieren. Ja, wenn das dann wirklich, wenn der nicht bezahlt werden sollte, ja, über qualifizierten Zeiträume zum Beispiel. Ja, das war in deinem Vertrag eigentlich der einzige Grund, was da drinnen war, warum der Verpächter quasi also eben kündigen könnte. Ja. Und dann war eben mit drinnen, dass man sagt, bis zu 10 Jahren, ja, dass dann sämtliche Pachtzinse, ja, sprich also Bestandszinse, zurückzuzahlen wären. Ja. Und das ist natürlich, das ist kein gutes Miteinander im weitesten Sinne. Ja. Und von dem sollte man natürlich eben auch Abstand nehmen. Ja. Ich muss jetzt aber sagen, jetzt sind wir ziemlich ein Jahr damit befasst. Ja. Es hat sich dann teilweise schon ein Miteinander entwickelt, ja, hinsichtlich dessen, weil die Projektbetreiber dann wirklich auch dahingehend, weil die Leitern auch gesagt haben, ohne die Kammer mache ich es nicht, ja, sprich, ohne die Kammer, dass zumindest ein Jurist oder eine kundige Person da über diesen Vertrag drüber geschaut hat, ja. Und jetzt haben wir schon ein paar Verträge mit ein paar Betreibern also eben schon ausgehandelt, wenn dort wirklich größere, mehrere Landwirte also eben betroffen waren, ja, dass man sagt, okay, das ist ein gangbarer Weg, ja, für beide Seiten, weil wir alle wissen, also ein Vertrag, ja, es gibt immer eine Idealvorstellung, mit der ich in eine Vertragsverhandlung hineingehe, ja, Konsens wird schwierig sein, es ist halt dann ein Kompromiss, ja, von gewissen Bestandteilen und dahingehend setzt sich nachher also eben auch ein Vertrag zusammen, ja. Wir haben uns aber in weiterer Folge dann eben auch dazu entschlossen, ja, dass man sagt, wir setzen eine Mustervereinbarung auf. Ja. Von der Landwirtschaftskammer Steiermark, ich habe da nur die erste Seite, also eben dieses Musters also eben hier hinauf projiziert, ja, und ich habe da nur auf die Kontaktaufnahme verweise ich dann noch. Das heißt, dieses Muster kann dann gerne über uns direkt eben bezogen werden, ja, wird dann gern per E-Mail also übermittelt, ja, und das kann dann auch den jeweiligen Betreibern eben übermittelt werden, aber es kann prinzipiell bekommen, dass unsere Mitglieder, aber auch interessierte Personen, da sind wir sehr aufgeschlossen. Ich bin jetzt schon am Ende meines Vortrages und habe dann nur meine Kontaktdaten noch hinaufgetan und sage vielen Dank.